Du bist 60 Jahre alt geworden und ich glaube, deine Eltern haben es damals nicht für möglich gehalten, dass du dich in deinem Lebensweg entscheidest, Priester zu werden. Ein Priester ist eine Berufung, ein Leben für die Mitmenschen und wie du heute schon gesagt hast, ein Hirte zu sein, in dem es keine 40-Stunden-Woche gibt, sondern du bist jederzeit für uns da. Ein Priester, genauer genommen ein Pfarrer, ist rund um die Uhr zum Wohle der Gemeindebevölkerung da. Am 1. Juli hast du dein 30-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Du bist seit 1. September 2006 Pfarrer von Böllerberg und wir sind heute hier, gemeinsam mit dir zu feiern, und es soll auch ein Ausdruck sein der Verbundenheit, ein Ausdruck der Freude sein und es soll auch ein Ausdruck des Dankes sein. Wir feiern nicht nur mit dir in guten Zeiten, sondern wir stehen auch hinter dir in schwierigen Zeiten, wenn es darum geht, Sorgen zu lösen. Wir wünschen dir, wir wünschen uns noch viele, viele Jahre, dass du unser Pfarrer hier am Böllerberg bist. Wir wünschen dir und wir wünschen uns, dass du noch viele, viele Jahre unser Hirte hier am Böllerberg bist. Ich darf dir als Bürgermeister der Gemeinde Böllerberg im Namen aller unserer Mitbürgerinnen und Bürger alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich darf dir alles Gute zu deinem 30-jährigen Priesterjubiläum wünschen. Wir haben dir als Zeichen des Dankes, als Zeichen der Wertschätzung gemeinsam mit dem Kameradschaftsbund, mit der KfB und mit dem Pfarrgemeinderat ein Geschenk besorgt, aber vorher wird noch die Hermi Schwab und der Werner Gmeiner einige Worte an dich richten. Ja, werter Herr Pfarrer, liebe Böllerbergerinnen, liebe Böllerberger, werte Touristen, normalerweise wären wir jetzt auf dem Weg mit unserer Prozession, könnten bei diesem herrlichen Wetter ins Böllauer Tal runterblicken, aber leider 2020 ist es anders. Und trotzdem haben wir was zum Feiern. Wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, 30-jähriges Priesterjubiläum, 60. Geburtstag von unserem Herrn Pfarrer. Und dazu möchte dir der Kameradschaftsbund Böllerberg alles Gute wünschen, viel Gesundheit und Gottes Segen für die Zukunft. Und Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Danke. Ja, an alle ein herzliches Grüß Gott. Geschätzter Herr Pfarrer, Magister Roger Ibonik, im Namen des Pfarrgemeinderates und des Wirtschaftsrates habe ich die große Ehre, dir, lieber Roger, zu deinem 30-jährigen Priesterjubiläum und zu deinem 60. Geburtstag zu gratulieren. Du hast am 28. Juni 1960 das Licht der Welt erblickt und mit deinen Eltern und Geschwistern die Kindheit in Graz-Straßgang verbracht. Mit 19 Jahren kam die große Wende. Du hast dich für den christlichen Glaubensweg und das Theologiestudium entschieden. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Mit diesem Weihespruch
wurdest du am 1. Juli 1990 am Hochzeitstag deiner Eltern gemeinsam mit dem jetzigen Bischof Wilhelm Krautwaschl im Grazer Dom zum Priester geweiht. Nach rekordverdächtigen 16 Kaplansjahren, unter anderem auch in Böllau, unter der Obhut von Pfarrer Ocherbauer, bist du am 1. September 2006 zu uns auf den Böllerberg gekommen. Die Freude war beiderseits sehr groß. Für dich eine Marienkirche, die du dir so sehr gewünscht hast, und sogar ein Wallfahrtsort. Für uns ein eigener Pfarrer und ein bewohntes Pfarrhaus. Als Stadtmensch nach 9-jähriger Krankenhausseelsorge im Klinikum Graz in eine traditionelle Landpfarrgemeinde. Nicht so einfach. Aber die Bergler Mutter Gottes breitete ihren Schutzmantel aus. Nach 3 Jahren Pfarrer von Böllerberg wurdest du im Jahre 2009 Provisor und im Jahre 2012 auch Pfarrer von Böllau. Ein Pfarrer in diesem Alter und dieser Gesundheit kann nicht nur in einer Pfarre arbeiten. So die Aussage vom damaligen Bischof Egon Capillari. Es wurden viele Bauvorhaben getätigt. Die Außenrenovierung der Wallfahrtskirche, Innen- und Außenrenovierung der Annakirche, die Orgelrenovierungen, viele andere Baumaßnahmen. Eine Herausforderung in spannenden Zeiten. Dein Herzblut steckt in der ewigen Anbetung, die weit über die Talkesselgrenzen hinaus angenommen wird und gebetet wird. Die Gitarre und dein Gesang bereichern unseren Pfarrleben. So erhielt Böllerberg 2009 bei der schönsten Platzerwahl von dir eine eigene Hymne. Dein Wirken möge deine Wege leiten und Segen für viele sein. So auch die Verkündigung des Evangeliums über Livestream, wie auch heute, von Böllerberg aus in die weite Welt. Also doch ein sehr moderner Pfarrer. Mit einer klaren Aussage haben wir die Hoffnung, dass du bei uns bleibst. Du sagtest, vom Kittelzipfel der Mutter Gottes bringt mich keiner weg. Am Böllerberg, ja. Über diese Aussage sind wir sehr glücklich, weil wir hoffen, dass du bei uns bleibst, weil wir mögen dich und schätzen dich. In diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Und danke für deinen Einsatz, für deine Sorgen und die Sorgen, die auch wir mit dir tragen. Lass uns alle Anteil haben. Das gemeinsame Geschenk der Gemeinde, des ÖKB und der KfB ist ein Musterstück von einem Talar, angefertigt von unserer Künstlerin der Gemeinde oder Pfarre, und das dazu nötige Geld für dieses Kleidungsstück. Die Pfarre ladet als Geschenk für dich am Kirchplatz zur Agape ein. Alle sind dazu herzlichst eingeladen. Nehmen Sie sich die Zeit, mit dem Gespräch die Wertschätzung unserem Pfarrer entgegenzubringen. Bitte achten Sie selber in Eigenverantwortung auf den nötigen Abstand. Ja, sehr geehrter Herr Pfarrer, meine Damen und Herren, liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer, es ist immer ein besonderes Ereignis und was Besonderes, wenn man im Auftrag unseres Landeshauptmannes die Glückwünsche überbringen darf und aus persönlicher Verbundenheit hier beim Fest zum 60. Geburtstag und zum 30-jährigen Priesterjubiläum ist es natürlich umso mehr von Bedeutung, wenn ich die offiziellen Grüße des Landes Steiermark überbringen darf. Sehr geehrter Herr Pfarrer,
Herr Bürgermeister, die Herr Schwab und unser Kameradschaft und Obmann haben schon sehr viele richtige Worte gefunden, dir auch nicht nur zu gratulieren, sondern Danke zu sagen. Dieser Wallfahrtsort ist für die Steiermark von besonderer Bedeutung. Neben Mariazell ist ja der Wallfahrtsort Maria Böllerberg weit über die Grenzen hinaus bekannt. Und die Hermi Schwab hat schon angesprochen, dieses Gebäude wurde mit viel Unterstützung aus der Bevölkerung, aus den Wallfahrerinnen und Wallfahrern, die hierher kommen, renoviert, aus Unterstützung aus der Diözese und auch aus Unterstützung des Landes Steiermark. Und wenn man dieses Gebäude hier anschaut, es strahlt über Landesgrenzen hinweg bis nach Ungarn, Slowenien. Es strahlt in ihrer Schlichtheit, aber auch mit ihrer Stärke als Ort, wo wir inneren Frieden finden können, wo wir wieder neu unsere Akkus aufladen können. Aber meine Damen und Herren, ein Gebäude alleine, und wenn es das schönste Gebäude wäre, ist zu wenig. Ein Gebäude lebt nur dann, wenn es belebt ist. Es ist wie der menschliche Körper aus Fleisch und Blut, ohne Seele wäre er nichts. So ist ein Gebäude, ohne dass hier Menschen vor Ort wirken, auch ohne Bedeutung. Wir haben hier am Böllerberg unseren Pfarrer Roger Ibonik, der diesen Wallfahrtsort mit Seele belebt, mit Geist belebt, der in seiner Berufung das Priesteramt für sich gefunden hat und hier am Böllerberg wirkt. Liebe Gläubige, wir haben ja in unseren Blickrichtung die 10 Gebote als Richtschnur. Aber es gibt neben den 10 Geboten auch Grundwerte, die es zu leben gibt. Grundwerte, die unser Herr Pfarrer immer wieder verkündet. Grundwerte wie respektvoller Umgang miteinander, das Wertschätzen miteinander, das auf Augenhöhe sich zu begegnen. Aber auch, wie heute in der Predigt angesprochen, das gegenseitige Verständnis, aber auch das Verzeihen zu können. All diese Grundwerte gibt es zu leben, und wenn du, lieber Roger, dich mit 19 Jahren entschieden hast, Priester zu werden, so war es deine innerste Berufung, dass du Priester wirst. Eine Berufung ist zu respektieren, wie jede Berufung, die es heute gibt, ob das Bürgermeister oder ja, die Chefin in der Pfarre ist. Pfarrgemeinderatsvorsitzende oder Abgeordnete. Eine Berufung, warum man sich in einen Dienst begibt, ist innerste Überzeugung. Und du lebst diese Überzeugung, das ist zu respektieren, das ist wertzuschätzen und anzuerkennen. Und wenn der Bürgermeister auch schon angesprochen hat, das Wort, das du immer wieder sagst, es ist auch immer wieder notwendig, Zeugnis abzulegen für den Glauben, dann sind wir auch gefordert, nicht nur in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft, Zeugnis abzulegen und zu bekunden, wir schätzen dich und wir mögen dich als unseren Pfarrer. Das ist bei uns am Böllerberg nicht so einfach. Die erste Begegnung mit dem Roger Ibonik war beim Kainerbäder bei der Geburtstagfeier. Ich habe mit der Roger gefragt, wie sind denn die Böllerbergerinnen und Böllerberger? Und ich habe gesagt, das ist relativ einfach, wenn sie die mögen, dann mögen sie die, wenn sie die nicht mögen, dann ist es gescheit, du fährst wieder. Also, sie mögen die, sie schätzen die, und wir freuen uns sehr, dass du unser Pfarrer bist. Wir wünschen dir und ich persönlich, aber auch unser Landeshauptmann, dass diese Berufung du weiter so mit der inneren Flamme, die in dir lodert, verkündest, dass du zu deiner Berufung stehst, dass dieser Ort mit deinem Wirken ein Ort der Stärkung ist, des Trostes ist, dass die Leute
hier vor Ort zu diesem Ziel, zu dieser Wallfahrtskirche, zur Mutter Gottes kommen und gestärkt wieder fahren. In diesem Sinne alles Gute dir, herzliche Gratulation und jetzt kann man feiern. Herzlichen Dank, alles Gute.